Gabi Huber, Sie konnten Ihren Nationalratssitz erfolgreich verteidigen. Die FDP hat allerdings weniger ein gutes Resultat erzielt. Ihr kurzes Statement zu diesen Resultaten von heute? Ja, ich bin natürlich glücklich, dass mich Turnerinnen und Turner wiedergewählt haben. Mir war immer klar, dass ich da nicht einfach als Abonnement habe. Und darum freut es mich natürlich, dass das Vertrauen geschenkt worden ist. Was die FDP national betrifft, sind wir im Moment noch in der Phase der Hochrechnungen. Da gibt es Licht- und Schattenseiten. Und definitive Resultate müssen wir noch abwarten. Und da bin ich gespannt, wie es rauskommt. Im Kanton Uri sind Sie ja eine Koalition eingegangen mit der SVP, mit dem Kandidaten Gusti Planzer. Denken Sie, hat Ihnen das jetzt bei der Wiederwahl geholfen? Ja, Koalition ist vielleicht ein grosses Wort, weil ich habe für den Nationalrat kandidiert und die SVP hat den Ständeratssitz angegriffen. Das ist nicht gerade das Gleiche, wenn eine Listenverbindung auf nationaler Ebene bei Nationalratswahlen. Aber das ist klar, oder? Dass das sicher auch mir geholfen hat zu diesem schönen Resultat. Hätte das der FDP national euch helfen, so Verbindungen? Ja, da gibt es kein allgemeines Rezept, weil jeder Kanton ist etwas anders. Und vor allem ist natürlich bei der FDP so, dass die Kantonalparteien selber dann entscheiden, mit wem sie zusammengehen und mit wem nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man gehauen oder gestochen will, Listenverbindungen eingehen mit Parteien, die irgendwie nicht passen. Zum Beispiel die Grünen-Liberalen sind im Kanton Thurgau mit der EDU zusammengegangen. Und das könnte die FDP nicht, weil da ist die geistige Welt doch ziemlich unterschiedlich. Aber die Wählerinnen und Wähler müssen entscheiden. Und was immer die entscheiden, haben wir zu akzeptieren. Nur als letzte Frage. Vor 4 Jahren sind Sie ja diskussionslos wiedergewählt worden. Jetzt dieses Jahr haben Sie einen Konkurrent mit Toni Moser. Haben Sie da den Wahlkampf anders geplant? Ja, das ist klar. Wenn man Konkurrenz hat, muss man etwas mehr Gas geben. Und eben auch ich kann nicht einfach als Abonnement. Und ob man gewählt wird, das weiss man erst am Sonntag. Im Nationalrat gilt ja für die Kantone, die nur einen Sitz haben, das relative mehr. Und das heisst, man muss einfach einen Kritz mehr haben als der andere. Und dass ich jetzt ein paar Kritz mehr habe, hoffe ich auch, dass das eine Anerkennung ist für die Arbeit, die ich jetzt 8 Jahre in Bern gemacht habe. Danke vielmals für die Aussage und weiterhin viel Erfolg in Bern.